Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ich hatte ja im letzten Video reingeschrieben, dass ich auch nochmal ein extra Video mache zu den neuen Waffen. Wobei ich sagen muss, eigentlich gibt es nur zwei Waffen, die extrem spannend sind. Das werdet ihr auch gleich sehen. Eine andere Sache, die ich noch zeigen wollte oder die ich noch ansprechen wollte, waren die kleinen Schiffe, die man jetzt hochleveln kann und die dann quasi spielbar werden. Quasi spielbar in ganz, ganz tollen Anführungszeichen, weil auch die kleinen Schiffe auch auf Level 6 leider nicht competitive sind. Das liegt einfach daran, dass die kleinen Schiffe zu wenig Lupen haben. Ich habe mal als Beispiel ein kleines Schiff verbessert, hier den Kutter. Der ist aktuell Level 5, Level 4 meine ich natürlich, weil die letzten beiden Level jetzt auch nicht so relevant sind fürs Video. Man kriegt natürlich nochmal ein Level on top, was natürlich ganz gut ist, und einen Ausstattungsplatz. Das ist aber erstmal irrelevant, weil die kleinen Schiffe, wie gesagt, dieses ganz große Lukenproblem haben. Wenn euch so ein kleines Schiff auch mal mit den mehr Luken anschaut, dann werdet ihr schon sehen, dass dort einfach ein signifikanter Schadensunterschied ist. Hier an der Seite, man kann es leider nicht so gut sehen, weil ich nicht hin und her schwenken kann, aber müsst ihr mir einfach vertrauen. An der Seite sind 5 Luken und 2 Oberdeckluken. Vorne 2, hinten 2. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu jedem anderen Mediumschiff. Wenn man sich hier mal die Brigantine anschaut, die hat an der Seite 8 Luken. 4 oben, 4 unten, 4 vorne und 2 hinten. Alleine was die Luken angeht, ist da natürlich viel, viel, viel mehr Schaden vorhanden. Deswegen sind leider die kleinen Schiffe zwar besser geworden, gerade was die Defense angeht, was den Perk angeht und vor allen Dingen auch was die Geschwindigkeit angeht. Alle kleinen Schiffe haben mindestens 14 Knoten, der Kutter sogar 15 Knoten. Und der große Vorteil von den kleinen Schiffen ist die Wendigkeit und Geschwindigkeit in Flüssen. Das müsst ihr wirklich mal ausprobieren, wenn ihr die Materialien habt. Dann versucht mal so ein kleines Schiff hochzuleveln und ab Level 4 dann auf einen Fluss zu gehen. Flüsse ist alles, was nicht offenes Meer ist, logischerweise. Könnt ihr einfach mal versuchen, zum Beispiel an der Roten Insel hier durch diesen Fluss durchzufahren. Aktuell gibt es ja auch in Lanitra noch das Rennen. Und wenn ihr das Rennen mal mit so einem kleinen Schiff macht, dann werdet ihr auf jeden Fall sofort die Vorzüge sehen. Aber rein angriffsmäßig, kämpfemäßig sind die kleinen Schiffe leider alle nicht stark genug. Das wollte ich unbedingt einmal unterbringen und kein extra Video machen. Und jetzt werden wir uns einmal zusammen die neuen Waffen anschauen. Ich habe die neuen Waffen auf der Brigantine drauf, beziehungsweise die Waffen, die ich spannend finde. La Piqûre zum Beispiel finde ich jetzt nicht so spannend, aber Faule Ilse und vor allen Dingen der Torpedo sind unfassbar spannend. Minen auch. Und ja, das werdet ihr jetzt einmal sehen. Ich habe zweimal den Torpedo ausgerüstet. Einmal links, einmal rechts. Da solltet ihr auf jeden Fall ein Schiff nehmen, was 4 Oberdeckluken hat, damit ihr die Torpedo auf jeden Fall viermal zünden könnt, weil das ist halt der maximale Damage Output. Das bedeutet, da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr, wenn ihr den Torpedo spielen wollt, auf jeden Fall ein Schiff nehmt, wo links und rechts Steuerbord und Backbordseite 4 Luken sind, um den Torpedo zu nutzen. Ich würde euch auch nicht raten, den Torpedo vorne oder hinten zu benutzen, sondern wirklich nur an der Seite. Und der Riesenvorteil von diesem neuen Torpedo ist, dass er die Gegner verfolgt. Allgemein bin ich der Meinung, dass die Torpedos schneller geworden sind und eine höhere Reichweite haben. Und es gibt ja auch ein neues Möbelstück, was die Torpedos auch nochmal schneller macht und nochmal stärker macht. Ihr solltet also, wenn ihr den Torpedo spielt, was ich extrem empfehlen würde, auch im PvP, dann auf jeden Fall diese ganzen Möbelstücke mit dazu nehmen. Ich werde mir jetzt hier mal ein paar Gegner suchen und dann werdet ihr schon sehen, wie extrem dieser Torpedo gebufft wurde. Ich glaube, den da vorne greife ich einfach mal an, weil ich hier gerade nichts anderes in der Umgebung sehe. Und dann justieren wir uns mal aus. Und das Coole ist wirklich, ich werde gleich mal ein bisschen daneben schießen, dass der Torpedo selber sich den Weg sucht. Ich schieße mal so und dann werdet ihr sehen, dass er trotzdem, oder ein bisschen nach vorne, dann werdet ihr sehen, dass, oh, ich glaube, ich komme gar nicht so weit, dass der Torpedo den Gegner trotzdem trifft. So, hier ist perfekt zur Demonstration. Also, ich werde jetzt hier einmal vielleicht so ein bisschen dahinter, so, er fährt ja auch. Und dann seht ihr, er geht so nach rechts. Ich hoffe, man konnte das gut sehen. Ich mache mal nach da. So. Eigentlich voll daneben. Eigentlich voll daneben. Aber seht ihr,
Daddy's Linkskurven macht und das macht unfassbar viel Spaß. Also für jeden, der schon mal Torpedo gespielt hat, der weiß ganz genau, wie frustrierend das ist, dass der Torpedo ab und zu nicht getroffen hat, nicht komplett getroffen hat. Und der trifft einfach immer. Also für alle, die auch allgemein nicht so unbedingt das Zielwasser gesoffen haben, der Torpedo, mega, mega nice. Und für mich das Item, die Waffe der... was ist hier los? Das Item der Season. Dann gibt es noch ein anderes neues Item. Da kann ich sogar hier direkt mal ins Ackermatch gehen. Und zwar die faule Ilse. Die habe ich jetzt einmal zur Demonstration vorne. Die macht an der Seite, umso mehr Luken. Ihr habt natürlich mehr Sinn. Die Halbkanone, vergesst das nicht, könnt ihr auch in das Unterdeck packen. Bedeutet, man hat an der Seite natürlich nochmal sehr viel mehr Durchschlagskraft. Und das Geile an der faulen Ilse ist, dass die von einem Schiff abprallt und zum nächsten Schiff weitergeht. Und dadurch halt extremen Schaden gegenüber den anderen Waffen machen kann. Das habt ihr gerade gesehen, der ist nach hinten weitergegangen und hat trotzdem nochmal Schaden gemacht. Und das ist natürlich auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, was andere Waffen nicht haben, dass die wirklich einfach doppelt und dreifach trifft. Und das macht den Schaden so exponentiell hoch. Und als drittes sehr interessantes Item ist natürlich die Mine. Und die Mine hat einen großen Vorteil. Die Mine ist quasi die Defense gegen Torpedos. Weil wenn man hier solche Minen hinschmeißt, dann kann die Mine Torpedos kaputt machen. Aber auch die eigenen Torpedos. Wenn ich jetzt hier selber gegenschieße, dann seht ihr, sind drei Stück kaputt gegangen und nur eine ist durchgekommen. Das heißt, wenn ihr Torpedo spielen wollt, würde ich euch auf jeden Fall nicht raten, Minen zu spielen, sondern entweder oder. Kleiner Wermutstropfen, die faule Ilse und auch den neuen Torpedo und überhaupt alle legendären Items und guten Items kann man alle nur im Schwarzmarkt kaufen oder am einfachsten dort bekommen am Schwarzmarkt. Durch World Events und durch Treasure Chests und wird es auch über die Season hinaus möglich sein, diese Waffen zu bekommen. Aber wenn ihr es jetzt sofort haben wollt, ist der einfachste Weg, sich die zu kaufen am Schwarzmarkt für Sovereign. Ich habe es gemacht und ich kann euch sagen, ich habe es nicht bereut. Gerade Torpedo macht mir persönlich extrem viel Spaß. Torpedos war sowieso immer so ein bisschen underrated. Wie gesagt, es gab das Problem, dass man nicht getroffen hat, aber jetzt trifft man wirklich einfach immer und es macht unfassbar viel Spaß. Gerade auch mit der Überflutung ist ein Perk, der sehr, sehr cool ist. Wenn ihr PvP spielt, Leute, nehmt auf jeden Fall den Leviathan mit. Habe ich euch im letzten Video schon mal gezeigt, wo es den gibt. Und spielt den auf jeden Fall, weil der ist sehr gut gegen Torpedos. Ich gehe immer davon aus, dass sehr viele Leute Torpedos spielen werden, einfach wegen dem Sucher-Effekt, der wirklich sehr, sehr krass ist, auch im PvP-Modus, damit die Leute den Torpedos und den Waffen nicht mehr ausweichen können. Jetzt habe ich mal meinen kleinen Geheimfavoriten an Waffen mit an Bord genommen. Das sind die neuen Raketen. Das ist für mich das Item nach dem Torpedo, das Item der Season. Das ist so unfassbar gut, weil ihr jetzt, erstmal macht ihr Flächenschaden. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu, also hat man gerade schon gesehen, zu den Torpedos, zu den Raketen, die wir vorher kannten. Und, oh mein Gott, machen die viel Schaden. Ja, die Raketen sind mein kleiner Geheimfavorit der Season. Also so gut wie Torpedos auch sind mit den Lenkradios, die Raketen, die sind ja so nice. Also vor allen Dingen im Vergleich zu den Raketen, die wir bisher hatten, die waren auch schon sehr cool, hatten aber halt, da hat man nur dotmäßig einen Gegner getroffen und die kommen wirklich wie ein Mörser von oben, im Prinzip wie ein Mörser, der viele Schüsse macht, unfassbar viel Schaden. Die sind so OP. Raketen, mega, mega nice. Gibt es leider auch nur am Schwarzmarkt. Ich werde euch keine Bildvideos oder so machen, aber vielleicht als kleine Anregung, falls ihr die Torpedo spielen wollt. Sowas wie die Karonade passt natürlich perfekt zu den Torpedos, weil die ja diese Sturzflut-Effekt hat und damit mehr Überflutungsschaden zum schweren Schaden macht. Zusammen hier mit dem Torpedo passt das natürlich sehr gut, der natürlich auch sehr viel Überflutungsschaden macht. Vielleicht als kleiner Denkanstoß, wenn ihr die Karonade habt mit dem Torpedo zusammen, kann das schon sehr, sehr cool sein und extrem krass, was die Überflutung
angeht. Ich denke mal, das nächste Video wird sein, wenn ich dann die Brick habe. Das wird bestimmt noch ein bisschen was dauern, weil ich aktuell nicht so viel Zeit habe zum Spielen und den Kaperbrief zu leveln. Aber werdet euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sobald ich die Brick habe, werde ich euch die natürlich hier auf dem Kanal noch vorstellen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Und natürlich ein Like auf diesem Video lassen. Das ist auch mal ein mega nicer Support. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß mit den Torpedos. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.